Herzlich willkommen zu einer neuen Audio Podcast Folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute: Selbstkenntnis. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, ob Sie mit dem, was Sie beruflich machen, wirklich auf der richtigen Spur sind? Ob Sie wirklich das richtige tun? Oder ob es vielleicht nicht etwas anderes ist, mit dem sie ihr eigenes Potenzial und ihre eigenen Kernkompetenzen und Fähigkeiten optimal ausleben und einbringen könnten? Nun, das ist eine Frage, die häufig Klienten zu mir ins Coaching treibt oder führt, nämlich wirklich die Frage danach, tue ich das, was ich tun sollte? Lebe ich das Leben und vor allem das berufliche Leben, das ich eigentlich Leben möchte. Und das ist eine berechtigte Frage und eine Frage, die mich persönlich auch über lange Jahre sehr, sehr beschäftigt hat. Ich bin heute unterwegs als Coach und Trainer und begleite Führungskräfte weltweit in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Das war nicht immer so. Ich blicke zurück auf eine sehr bunte persönliche Biografie. Ich habe mein erstes Geld mit Haareschneiden verdient. Rückblickend weiß ich jetzt, dass ich in erster Linie zugehört habe und nebenbei auch noch Haare geschnitten. Nachdem ich drei, drei Jahre Berufslehre abgeschlossen hatte, fragte ich mich dann, na, ist es das jetzt? Will ich das für den Rest des Lebens machen? Die Antwort war ein klares Nein und so machte ich mich auf eine Forschungsreise, eine berufliche Forschungsreise, in der ich verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich hatte viele Interessen, was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Und so endete ich unter anderem beim Zirkus und war eineinhalb Jahre mit einem kleinen Schweizer Zirkus unterwegs. Habe zwei, drei andere Sachen dann noch ausprobiert beruflich und äh, landete dann bei der damaligen Swissair, der schweizerischen Luftfahrtgesellschaft, und verbrachte dort sieben sehr, sehr lehrreiche Jahre, in denen ich unter anderem als Maître de Cabine Kabinenbesatzungen führte auf dem internationalen Streckennetz. In dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt über Menschen und darüber, was in der Interaktion zwischen Menschen funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Tolle Jahre, viel gesehen, viel gereist, bis 2001, dem Jahr von 9-11 und dem Jahr, in dem die Swissair komplett am Boden zerstört war. Das heißt, die ganze Flotte war gegroundet, stand am Boden und die Swissair, die fliegende Bank, wie man manchmal sagte, war finanziell am Ende. Für mich war es eine Gelegenheit, ein Kapitel zu schließen und ein neues aufzuschlagen. Ich bewarb mich bei einer kleinen Unternehmensberatung in Zürich mit Spezialgebiet Führungsentwicklung im Vertrieb und hatte dort die Gelegenheit, mich über die nächsten acht Jahre nochmal deutlich weiterzuentwickeln, Weiterbildung zu besuchen und einen großen Schritt vorwärts zu machen in meiner persönlichen Entwicklung. Bis ich mich dann vor sieben Jahren selbstständig gemacht habe. Und heute das Privileg habe, das zu tun, was ich gerne und offenbar auch gut mache und damit auch noch mein Geld zu verdienen und meine Familie ernähren zu dürfen. Das ist ein Privileg aus dem Grund, weil ich jeden Morgen aufstehe und gerne hinausgehe ins Leben, um das zu tun, was ich mit Leidenschaft, mit Passion mache. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Privileg jedem Menschen zusteht, dass jeder Mensch zumindest die Gelegenheit bekommen sollte, herauszufinden, was ihn oder sie wirklich lebendig macht, was die Kernkompetenzen und die Kerneigenschaften sind, die zum Ausdruck gebracht werden wollen. Und wenn Sie mich fragen, was der Sinn des Lebens ist, dann ist meine Antwort ziemlich klar. Für mich ist besteht der Sinn des Lebens darin, seine eigene wahre Essenz und sein ganzes Potenzial, das, was einen ausmacht, bestmöglich zum Ausdruck zu bringen und damit im besten Fall auch noch einen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen, zur Gesellschaft, zu einer Organisation, zu einem Team. Wenn mir das gelingt, dann glaube ich, ist der Sinn des Lebens schon ziemlich gut erfüllt. Jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin, wie kommt man seinen eigenen Potenzialen, seinen Qualitäten und Kompetenzen auf die Spur? Die Frage ist berechtigt, denn viele Menschen sind sich ihrer Kernkompetenzen und dessen, was sie wirklich einzigartig macht und was sie ausmacht, gar nicht so sehr bewusst, wie man das eigentlich glauben würde. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir einen großen Teil dessen, wozu wir fähig sind, nicht auf dem formalen Weg entwickeln, in der Schule, in der Weiterbildung, in irgendwelchen Seminaren, sondern ganz einfach, indem wir morgens aufstehen, hinausgehen in die Welt und Probleme lösen. So entwickeln wir bis zu 70 Prozent unserer Kompetenzen. Doch wer setzt sich schon Ende Woche hin oder Ende Monat oder einmal im Quartal, schaut zurück und fragt sich, was habe ich denn jetzt in den letzten Wochen oder Monaten für Probleme erfolgreich gelöst oder Herausforderungen bewältigt und welche Kompetenzen habe ich damit jetzt wieder entwickelt? Das tut ja keiner, weil einem auch keiner zeigt, wie man das machen könnte und wie das gehen könnte. Deshalb verwende ich Gerne einen ganz einfachen Drei-Schritte-Prozess, um diese Dinge bewusster zu machen. Drei einfache Fragen. Frage 1 mit Blick zurück auf die eigene Biografie. Wer bin ich? Schon die alten Griechen wussten um die Bedeutung dieser Frage. Über dem Eingang des Apollo-Tempels in Delphi stand die Inschrift: Erkenne dich selbst. Blick zurück auf die eigene Biografie bedeutet in erster Linie den Blick auf die bisherigen Erfolge und das, bisherig, das bisher Erreichte zu lenken. Und zwar nicht unbedingt nur im beruflichen Umfeld, sondern auch und besonders außerhalb äh, der beruflichen Aktivitäten, weil wir entwickeln auch da Kompetenzen. Setzen Sie sich also am besten einfach mal hin, nehmen Sie ein Blatt Papier und fangen Sie an, eine Liste zu machen Ihrer bisherigen Erfolge. Was haben Sie bisher in Ihrem Leben schon alles erreicht? Welche Probleme und Herausforderungen haben Sie erfolgreich bewältigt? Und damit sind nicht nur die Erfolge gemeint, die schon als Erfolg daherkommen, die offensichtlichen Erfolge, sondern durchaus auch sogenannte Misserfolge oder Niederlagen, oder Situationen, die Sie niemals auf den ersten Blick als Erfolg bezeichnen würden. Doch im Umgang mit genau diesen Situationen können auch sehr viele Qualitäten und Kompetenzen sichtbar werden. Denn darum geht es in einem nächsten Schritt. Wenn Sie Ihre Liste von Erfolgen gemacht haben, was allein schon ein sehr ermutigender Prozess ist, dann nehmen Sie einen dieser Erfolge heraus und zoomen Sie rein, indem Sie ihn analysieren nach folgender Struktur. Was war die Situation oder die Herausforderung? Was habe ich gemacht, um das zu bewältigen oder zu lösen? Was war also mein Beitrag? Und was ist dabei herausgekommen? Und nachdem Sie diesen Erfolg so beschrieben haben, kommt die entscheidende vierte Frage. Nämlich, wenn ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe, wozu bin ich dann ganz offensichtlich in der Lage? Welche Qualitäten, Eigenschaften und Kompetenzen werden dadurch sichtbar? Und schreiben Sie das auf. Es kann helfen, eine Außensicht einzunehmen, indem Sie sich überlegen, angenommen, das habe nicht ich, sondern jemand anderes gemacht, was würde ich dieser Person attestieren an Fähigkeiten und Qualitäten? Deshalb, weil unsere eigenen Stärken, uns selbst oft so wenig bewusst sind, weil es ja Stärken sind und deshalb sind sie für uns selbst aus eigener Wahrnehmung selbstverständlich und werden nicht als Stärken wahrgenommen. Tun Sie davon so viel wie möglich und die Qualitäten, Eigenschaften und Kompetenzen, die immer wieder aufpoppen, die immer wieder sichtbar werden, geben deutliche Hinweise auf Ihre Kernqualitäten und Kernkompetenzen. Damit beantwortet sich dann auch häufig die zweite Frage, nämlich die Frage, wer bin ich oder wer bin ich dadurch geworden? Mit diesem Kompetenzprofil, mit dieser gewonnenen Klarheit über die eigene Einzigartigkeit und den Beitrag, den sie leisten können, ist dann, wird dann der Blick nach vorne in die Zukunft auf die dritte Frage auch viel, viel einfacher. Nämlich die Frage, wohin will ich jetzt damit? Wohin führt mein Weg? Und wo will ich meinen Beitrag leisten? Wo will ich mein Potenzial idealerweise in Zukunft bestmöglich zum Ausdruck bringen? Dazu gehören auch die Fragen nach Vorlieben und Abneigungen und die Frage nach dem idealen Umfeld. Überlegen Sie sich also, was brauche ich idealerweise für ein Umfeld, um mein Potenzial bestmöglich einbringen zu können. Dazu gehören Unternehmensgröße, Branche, Unternehmenskultur zum Beispiel und so weiter. Sie können sich dazu ein Bild vorstellen, nämlich das Bild einer Blume in einem Garten. Was braucht die Blume, um bestmöglich aufblühen zu können? Sie braucht ideale Bedingungen. Genug Wasser, Licht, die richtige Temperatur und einen guten Nährboden. Also überlegen Sie sich, welchen Garten brauchen Sie, um bestmöglich aufblühen zu können. Der französische Dichter und Pilot Antoine de Saint-Exupéry, der auch Der kleine Prinz, ein sehr bekanntes Kinderbuch geschrieben hat, sagte einmal, Perfektion entsteht nicht, wenn man nichts mehr dazu fügen kann. Perfektion entsteht dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und das trifft sehr zu auf einen solchen Bewusstmachungsprozess. Denn für viele Menschen ist die Frage gar nicht, welche zusätzlichen Fähigkeiten und Eigenschaften sie sich noch aneignen müssen, um sich in den nächsten Schritt ihrer persönlichen Entwicklung hinein, zu entwickeln. Sondern die Frage ist vielmehr die nach dem vorhandenen Potenzial, das noch nicht gelebt wird. Es ist die Frage nach dem, was ist eigentlich schon alles da? Also diese Frage der Bewusstmachung oder das Abtragen des Gerölls, was den Blick versperrt auf das, was schon da ist und das zum Ausdruck zu bringen, was gelebt werden will. Sie können sich das auch vorstellen wie das Häuten einer Schlange. Irgendwann wird die Haut zu eng. Irgendwann muss die alte Haut aufgebrochen und abgestoßen werden. Im übertragenen Sinne heißt das, dass sie irgendwann ihre Konditionierungen, ihre alten Überzeugungen und Glaubenssätze, die sie vielleicht noch daran hindern, sich in die nächste Stufe ihrer persönlichen Entwicklung zu begeben, loszulassen. Sich davon zu trennen und sie über Bord zu werfen. Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie gut unterwegs auf einer weiteren Etappe Ihrer ganz persönlichen Reise. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny